Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Orient Blind Forest. Ja, nachdem wir nun vom Baum wiederbelebt wurden, ich gehe zumindest davon aus, dass es der Baum gewesen ist, sind wir dann nun wieder mehr oder weniger auf uns allein gestellt, nachdem diejenige gestorben ist, die uns aufgezogen hat, machen wir uns nun auf die Reise ins Ungewisse. Ich finde es einfach unfassbar schön. Ich werde das wahrscheinlich noch 100.000 Mal sagen, während ich dieses Spiel spiele. Aber ich liebe es einfach, auch wie er diesen Lichtstrahl hinter sich herzieht, während er hier durch die Gegend springt. Ich finde es einfach unfassbar schön. Autsch. ich habe festgestellt, dass man die Geräusche von meinem Controller hört. Ich hoffe, das ist nicht allzu nervig. Und ich hoffe, dass es nicht allzu extrem ist, vor allem. So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg. Huch, da war irgendwas. Wieso ist das so schnell wieder weg gewesen? Wahrscheinlich, weil ich gesprungen bin und er mir sagen wollte, wie ich springen kann. Na gut. Oh, da geht's runter. Oh. Okay. Ihr seht ganz, also im Prinzip seht ihr nicht viel von der Anzeige, nur ganz unten in der Mitte seht ihr einen Kreis mit einer kleinen Null in der Mitte. Das ist quasi unsere Erfahrung. Das sind so unsere, die Erfahrungspunkte, die wir sammeln. Jedes Mal, wenn wir welche sammeln, füllt sich dieser Kreis auf und wenn er einmal voll ist, dann haben wir quasi einen Punkt, den wir an Fähigkeiten verteilen können. Und diese drei grünen Orbs sind unsere Leben, beziehungsweise unsere Lebenspunkte, Lebensenergie. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, geht ein Lebenspunkt davon verloren. Joa, so viel zu den erstmaligen Erklärungen. Machen wir uns hier doch mal auf den Weg. Hier komme ich leider nicht lang. Gehe ich doch mal unten längs. Halte runtergedrückt und drücke Arm, durch Plattformen hindurch nach unten zu springen. Will ich denn das? Dann komme ich ja hier nicht mehr hoch. Da-da! Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem, ja, dem Kreis da unten hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Wow, hey, das ist ja wahnsinnig viel gewesen tatsächlich. So, jetzt kann ich auch hier runter. Oha. Ein bisschen Angst. Ich glaube, das tut mir weh. Uhu, ich kann Saltu machen. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Oha, also nur für den Fall, dass ich welche verlieren sollte. Und du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Okay. Also auf der linken Seite meines Erfahrungspunktekreises seht ihr jetzt einen grünen, einen blauen Orb. Das ist, wie gesagt, dieser, das, was ich gerade eingesammelt habe. Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Puff. So, jetzt seht ihr da unten, der blaue Kreis ist jetzt weg und um den gelben Kreis herum ist so eine Art Countdown. Wenn der vorbei ist, also wenn der Kreis sich einmal geschlossen hat, dann kann ich diese Seelenverbindung erneut einsetzen. Das ist sozusagen eine Art Cooldown zu diesem Seelenverbindungs... Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Holy shit! Ah! Oh mein Gott. Ah! Oh. Oh, ich habe mich geschrocken. Oh Gott, du hast etwas Geisterlicht gefunden. Wenn du den Kreis füllst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Und einen Energiesplitter. Energiesplitter stellt die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Gut, jetzt seht ihr da unten, ich habe fast einen kompletten Kreis voll. Und meine Energiezelle wieder. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch das Spiel auch wieder speichern. Mache ich aber noch nicht. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass es hier weitergeht. Hier passiert irgendwas Wichtiges. Ich habe das im Gespür, meine Freunde. Oh, da unten ist was. Da ist was.
Und Gravooms. Du hast einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe B. Ich kann leider nicht so schnell lesen. Das war wieder zu schnell vorbei. Vorsicht. Ach, ich muss mich einmal kurz ein bisschen näher an das Mikrofon setzen. Wenn ich jetzt in der Nähe von einer Seelenverbindung, die ich selbst erzeugt habe, nochmal B drücke, kann ich meine Fähigkeitspunkte Tief im Wald fand Ori das Verlorene. Kann ich meine Fähigkeitspunkte neu verteilen, sozusagen. Und hier habe ich jetzt irgendwas gefunden. Was ist das? Was bist du? Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Meine Kraft, kehr zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deiner Reise führen, wenn du das möchtest. Sei still, hörst du das? Sie müssen dir hierher gefolgt sein. Oh Gott. X wiederholt antippen für die Geisterflamme. Ah, jetzt habe ich einen Angriff. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Ein weiter Weg? Irgendein Weg? Ein Wegweg? Hohlhain, 1%. Wow, ich bin schon richtig weit. Neues Ziel. Finde den Geisterbaum. Ich nehme an, der Geisterbaum ist diese dunkle, tiefe Stimme, die immer zu uns spricht. Um dir die Karte anzusehen. Das war falsch. Oh. Diese kleine Flamme da ist, glaube ich, meine Seelenverbindung. Ich guck mal ganz kurz. Ich glaube, die kann ich auch angreifen, genau. Also wie gesagt, ich kenne das Spiel schon. Ich habe es schon einmal gespielt, auch komplett durch. Das heißt, ich kenne auch das Ende. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher, was da alles passiert ist. Dementsprechend kann es sein, dass ich einige Dinge nicht mehr weiß. Vorsicht. Tippe B an. So, hier habe ich jetzt meinen Fähigkeitenbaum. Und ich sollte auf jeden Fall relativ schnell das ausbauen, was mir Erfahrungspunkte gibt. Sprich, also das hier ist mehr so das Angriffstechnische. Das bezieht sich hauptsächlich, also eigentlich nur auf den Angriff. Das hier bezieht sich auf den Körper und meine Fähigkeiten, so Luftsprint zum Beispiel, Turbosprint und solche Sachen. Und das hier ist dann eher so alles, was die Erfahrung und diese ganzen einsammelbaren Dinge angeht, also meine Umgebung quasi. Und den Geistermagnet werde ich als erstes aktivieren. Das bedeutet nämlich, dass die meisten Sammelobjekte nun von mir angezogen werden. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Zack. Da haben wir es nämlich schon. Da muss ich den Dinger nämlich nicht immer hinterher springen. Zack. Oh Gott. Au. Autsch. Scheiße. Das Vieh spuckt Stacheln. Das ist unfair. Oh, da haben wir schon wieder den nächsten Fähigkeitenpunkt. Was haben wir hier? Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Nibel ist, glaube ich, diese Welt, in der wir uns befinden. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Cool, das bedeutet, wenn ich hier bin, einmal speichere. Ach, er ist so niedlich. Dann kann ich hier auch gleichzeitig mich heilen.
Da stand übrigens auch was von Teleportieren. Das kann ich aber erst, wenn ich auch andere Brunnen aktiviert habe, sozusagen. Uhuhu. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, wieder da. Ich musste nur kurz eine Nachricht lesen. Hier befinden wir uns übrigens im Pausenmenü. Und hier sehen wir einmal, was für Fähigkeiten ich mittlerweile habe. Also hier, da. Die Geisterflamme habe ich jetzt gelernt, dadurch, dass ich Sein gefunden habe. Oder Sehen, aber ich nehme an, das heißt Sein. Das sind dann noch gesperrte Fähigkeiten, die ich irgendwann noch bekomme. Wie ich die bekomme, wird demnächst erklärt werden. Dann haben wir hier Statistiken. Wie lange ich bereits gespielt habe, wie viel Prozent ich gespielt habe, wie oft ich gestorben bin. Was haben wir hier? Fähigkeitszellen. Aber da habe ich doch schon eine von, oder? Oder auch nicht. Egal. Jedenfalls... Ach nee! Nee, wenn ich diese Fähigkeitenzellen einsammle, dann müsste, glaube ich, ein kompletter Kreis gefüllt werden. Gut, dann hier diese Energiezellen und die Lebenszellen und hier unten sind auch Weltereignisse. Ja, das sagt mir eher noch nicht so viel. Sehen wir dann einfach mal, ne? Es kann auch durchaus sein, dass ich hier in diesem Spiel teilweise überziehen werde. Also ich habe auch überlegt, ob ich nicht einfach alles an einem Stück spiele. Und das dann einfach so in Teile cutte. Ich weiß aber allerdings nicht, ob das so die beste Idee wäre. Deswegen schauen wir mal. Hier komme ich eh nicht weit, ne? Ne, glaube nicht. Ja, hier sind so komische, hüpfende Affen. Hui. Ach, hier komme ich gar nicht hoch. Okay, dann geht's hier weiter. Zack und zack. Ich werde hier wahrscheinlich auch gerade bei den Stellen, wo es um Filme geht, beziehungsweise um Filmsequenzen, da werde ich dann relativ ruhig sein. Denn ich finde auch, das ist ein Spiel, das gar nicht viele Worte braucht, sondern eher einfach, dass man auf sich wirken lassen kann und sollte, meiner Meinung nach. So, du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Kann ich hier weiter? Manchmal gibt es ja irgendwo so Geheimgänge, wo ich durch kann. Gibt es aber nicht. Irgendwann kann ich auch eine Fähigkeit freischalten, mit der ich dies sehen kann. Also diese Geheimgänge kann ich dann irgendwann auch sehen. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier geht's weiter. Ich würde ja vielleicht auch nochmal speichern, glaube ich. Kann ich nämlich auch meinen Fähigkeitenpunkt noch verteilen. Kartenmarkierungen. Lässt die meisten einsammelbaren Gegenstände auf der Karte erscheinen. Finde ich gut. Nehme ich. Ich kann natürlich mit dem... Oh. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssen wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Gut, das heißt, ich brauche noch einen zweiten. Den finde ich wahrscheinlich da oben irgendwo. Hey, Überraschung. Am Anfang bin ich noch halbwegs gut in diesem Spiel. Wird aber zum späteren... Ach, da ist es. Wird aber zum späteren Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr so gut. Wird sich zeigen, denke ich. So. Öffne dich. O Sesam. Gut, jetzt bin ich im nächsten Abschnitt und ich würde sagen, damit beende ich diesen Part auch. Ich bin, soweit ich weiß, bei 15 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und vor allem
würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Projekt weiterhin verfolgen würdet. Mir auf jeden Fall macht es unheimlich viel Spaß. Ich liebe dieses Spiel und bis jetzt hält es sich noch in Grenzen. Also ich muss sagen, bis jetzt macht mir das Spiel unheimlich Spaß. Es wird mit Sicherheit auch Stellen geben, bei denen ich ziemlich verzweifeln werde, aber das kommt noch. Erst einmal, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und schreibt mir gerne in die Kommentare, was immer ihr möchtet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!